Wie üblich bei jeder Folge der Map News gibt es zu neuen Karten meine ehrliche Meinung. Die Estancia Pindorama ist die erste Karte heute. Sie spielt in der Region Caceres Mato Grosso. Und hier haben wir insgesamt 45 Felder. Vier Gebiete gibt es, wo man neue Felder erstellen kann. Einige Fabriken, Kalkwerk, Sägewerk natürlich auch. Hier ist sogar gibt es sogar einen Punkt für ein Waldgebiet. Okay. Kriegt man nicht auf jeder Karte so zu sehen. Zusätzliche Früchte hat man keine. Die Karte hat eine Größe von 80,60 MB, also so ziemlich, also wirklich verdammt kleine Größe. Und sie ist auch für PC, PlayStation und Xbox. So, dann Wachstumskalender wurde nicht verändert. Verkaufsstellen, das schaut so ziemlich gut aus. Hier kann man alles verkaufen. Gut, Startfahrzeuge, da hüpfe ich gleich durch. Gut, Hühnerstall und Kuhstall haben wir schon. Und schön ist, dass man Verträge hat. Eine Biogasanlage besitzt man auch schon. Und ja, das wären die Stadtfahrzeuge. Hier wäre auch dann der Hof. Der ist ziemlich leer. Das ist quasi zum selber bauen. Und ja, mehr hat man dann hier nicht zur Verfügung zum Anfang. Ist aber eine schöne Ausrüstung, wenn ich das mal so sagen darf. Gut, was besitzt man am Anfang? Und das ist der Hof hier mit einem Feld dazu und auch einen kleinen Wald hier rüber, wenn man halt mit Forst spielen möchte. Und im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, recht schön diese Karte, schönen Rundumblick. Und ja, für mich persönlich, nun ja, sie hat ein paar Details wie diese Wasserläufe hier, aber naja, okay, nicht gerade meins. Die Biogasanlage hier besitzen wir auch schon, aber ja, und auch das Gebiet dazu, sehr schön. Ja, für mich persönlich eher nicht meine Karte, für mich persönlich, aber für den einen oder anderen ist diese Karte auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Hier gibt es natürlich auch viel zu tun, genug Felder und ich schätze auch was für Multiplayer. Hier haben wir dann auch einen Steinbruch und hier ist der Kalk einfach zum Abbauen. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir einfach die nächste Karte an, aber Fehler sollten hier keine sein. Sie ist ja von Notub, also ja, auf zur nächsten Karte. Gatehead Farm von Scottish Modding. Diese Karte hat eine Größe von 1,1 GB. Ah, Luftballon, Flugzeuge haben wir auch alles da und das wäre der Hof, den wir schon im Besitz haben. So, hier sieht man auch die ganzen Stadtfahrzeuge schon, die man schon hat. Und diese Karte hat auch Mutterfood, aber dazu komme ich gleich. Und hier haben wir auch schon Stroh, dann haben wir Heu schon, auch schon da, und das kann ich euch dann auch noch zeigen, nämlich Silage. Stabfahrzeuge hüpfe ich mal alles soweit durch, also man kann ohne Probleme auch schon anfangen hier was zu tun. Und das hier sind Ballen, Silageballen, die man schon benutzen kann. So, natürlich hat man hier einen Häcksler, Big M hat man auch schon vorher gesehen und das war es dann auch soweit mit den Startfahrzeugen und dem Starthof. Zum Starthof gehören diese ganzen Felder hier auch dazu, die bekommt man auch dazu. Zusätzlich gibt es auch noch ein paar
Höfe zusätzlich, wie zum Beispiel diesen Schweinehof. Und was mir wirklich gerade auffällt, außer dass es Straßenverkehr gibt, man hat hier eine wunderschöne Weitsicht. Also von dem her hat der Mapper das hier verdammt gut gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, eines, was ich mir wünschen würde, wäre eine bessere Beschreibung. Aber hier hat man eben ein paar zusätzliche Farmen. Die sind hier eben Schweine. Hier hat man auch noch einen Hof. Den schauen wir sich gleich noch ein bisschen an. Schaut ja eigentlich auch nicht mal so übel aus. Hier hat man dann einen Pferdehof, wenn man mit Pferde spielen möchte. Und ja, den haben wir auch. Und hier unten sind zwei weitere noch zu finden. Verkaufspunkte und alles ist natürlich auch da. Ja, zusätzliche Früchte hat man auch, wie zum Beispiel Roggen, Mohn, Senf, Bohnen, Alfalfa, Clover. Also übersetzt wäre das Klee, Reis, Sorghum-Silage, Lavendel und ja, an und für sich recht schön. So, Zuckerrohr und Baumwolle ist hier auch, aber hier ist Zuckerrohr und Baumwolle nicht eingetragen und der Wachstumskalender wurde auch von den Standardfrüchten her verändert. Die anderen sind auch richtig schön eingetragen, die zusätzlichen Früchte. Verkaufen kann man, soweit ich sehe, auch alles, bis auf vielleicht Holz, aber gut, das ist halt was anderes. Aber Brett und Möbel kann man verkaufen. Und ja, Hemp Windrow geht nicht zu verkaufen, geht wahrscheinlich nur für die, ja, Tiere. Buchweizen, Zwiebeln sind auch da, Roggen geht zu verkaufen, Alfalfa Heu geht nicht. Aber fermentierte Alfalfa geht zu verkaufen. Normale Alfalfa geht auch nicht zu verkaufen. Also ja, das geht dann natürlich so weiter. Stallfahrzeuge habe ich schon. Ja, Schweinestall, Kuhfarm, dann Hühnerstall und Pferdestall besitzt man schon. Verträge gibt es auch hier. Produktionen gibt es hier noch keine. Ja, auf geht's zur, nun ja, Lok. Die Lok hat so ein paar Errors bzw. Warnings. Zum einen der Schlafträger, die Bilddatei hat einen Fehler bzw. wurde nicht gefunden. Dann sind hier diverse Errors in puncto Schafbahn, also Schafhof beziehungsweise Schafstall, deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht eingezeigt. Dann Selling Station Warning und diverse XMLs. Gibt es hier eine War gibt es hier ein Warning? Dann, ja, das geht das so weiter. Diverse Errors, Feldload. Failed to open, also animierte Objekte konnten nicht geöffnet werden. Und ja, das geht halt so weiter. Ja, es wird wahrscheinlich etwas das Ganze einbremsen, den Spielspaß, die ganzen Fehler, die meiner Meinung nach noch behoben werden sollten. Und dann ist das eine richtig schöne Karte, muss ich ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, Fehler beheben, sonst eine richtig schöne Karte, auch mit so ein paar Details, die recht interessant sind, wie das hier zum Beispiel. Und ja, ich würde mal sagen, auf zur nächsten. Herr Appell von JRK Modding. Diese Karte ist einem Dorf im Nordosten der Niederlande nachempfunden. Und die Karte sollte das echte Dorf zeigen. Okay. An und für sich ist hier davon eigentlich von mir keine, gibt es keine Einwände. So, das wäre auch der Stadthof in Anführungszeichen mit ein paar Stadtfahrzeugen, Heulager, Silagelager, also Buchfasilo
Und ja, das war's dann eigentlich auch. Und ja, ein paar Felder hat man auch schon. Und hier hätten wir eben unseren Hof. Gut, hier haben wir dann noch einen Pferdestall. Kuhstall ist dann auch noch hier. Zusätzliche Früchte haben wir hier auf dieser Karte nicht. Und ja, Wachstumskalender wurde nicht geändert. Verkaufsstellen und auch zum Beispiel kaufen kann man hier auch ein paar auf ein paar Plätze. Vor allem, wenn man was braucht für eben Kuhstall und das Ganze. Oder Hühner zum Versorgen, schon am Anfang, wenn man noch nichts hat. So, Verkaufsstellen gibt es hier jede Menge. 55 Felder sollte man hier insgesamt haben. Ja, die Stallfahrzeuge hüpfe ich natürlich gleich durch. Schweinestall, Kuhstall und Pferdestall sind schon im Besitz. So, Verträge sind da, Produktion besitzt man noch keine. Oh, aber zum Beispiel hier wäre die 1 Megawatt Biogasanlage. Die gibt es schon, die ist im Standardspiel. Spricht an für sich auch nichts dagegen. So, das wären im Prinzip auch die Standardfahrzeuge, was man auch hat. Ja, das ist ein Alpine DLC. Und ja, so schaut eben das Ganze aus. Das hat man alles hier. Und ja, also dadurch, dass es so auch aussehen sollte, schätze ich einmal, okay, sage ich zum Gelände her nichts. Mir persönlich gefällt es nicht. Ich bin nicht für sowas. Ich habe es eher ein bisschen hügeliger. Und ja, an und für sich aber nicht schlecht die Karte. Rundumsicht von der Karte aus, ja, kann ich auch lassen. Es ist wenigstens nicht auch so, dass man hier ja nichts mehr sieht. Gut, und was gibt es sonst noch? Die Lok schauen wir sich auch gleich mal an, ob man hier irgendwie Papiere hat. Unloading Trigger heißt Invalid Field Type, also ein unbekannter Field Typ ist hier vorhanden. Das sind die Standardfehler von mir. Und ja, soweit eigentlich fehlerfrei. Straßenverkehr besitzt man hier auch schon. Und ja, ein Dorf, und hier hört man den, ja, Luftballon, die sich gerade aufbläst. Gut, soweit einmal. Und im Prinzip für Leute, für, wie soll ich sagen, ja, so mittlere große Fahrzeuge, die gerne damit spielen möchten auf einer ebenen Karte, ist diese Karte auf jeden Fall gut geeignet. Ein Fluss haben wir hier in der Mitte. Und ja, Sammlerstücke für ein wenig Geld gibt es hier auch. Und damit würde ich mal sagen, kommen wir, ihr wisst es, zu den Updates. Da haben wir folgende, nämlich die Kandelin als erstes in MV, also mit dem Vorpommern, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, steht sogar hier. Von Razzak und Projekt Mecklenburg 17, 977,49 MB ist sie groß. Neueste Version ist 1.2.0.1 und sie ist nur für PC und Mac. So, 48 Felder, 9 Wiesen, 4 Wälder, dann 3 kaufbare Solarparks. Und hier haben wir die Änderungen. Ein neues Safecam ist nicht erforderlich. Neuer Zugang zum Hof Agrarkandelin über den Plattenweg. Dann der Ladebereich für Mist wurde angepasst, damit größere Anhänger funktionieren. Dann Farmland von Hof Agrarkanälen in Richtung des Plattenwegs wurde vergrößert. Felder am Silagesilo eben auf dem Hof Agrarkanälen wurde behoben. Und ja, zusätzliche Mods sind hier auch benötigt oder werden benötigt. Und so schaut die Karte aus. Natürlich nicht für jeden, ist im Prinzip auch jede Karte nicht für einen jeden, aber an und für sich eigentlich nicht immer so übel. Somewhere in Lower Bavarian, der englische Name, und irgendwo in Niederbayern von Paco. Version 1.0.0.2 ist eigentlich die neueste Version. Hier steht immer noch 1. 413,16 MB ist sie groß.
und für PC, PlayStation, Xbox. So, 63 Ackerflächen, 6 Höfe und ja, das ist seine erste Map. So, diverse Produktionen sind schon verbaut und ja, viele zusätzliche Mods werden auch benötigt. Dann geändert wurde die Tippkohle aus diversen Feldern wurden entfernt. So, und hier funktioniert die Stroh- und Grasablage nun fehlerfrei. So schaut diese recht schöne Karte aus. Und ja, da wurde jetzt nicht viel mehr geändert. Oberkirchheim von Delort 151,02 MB ist die groß. Version 1.3 ist die neueste Version. Und auch für PC, PlayStation, Xbox. Drei Höfe mit Maschinen gibt es 88 Körper Flächen und 50 Felder. Ja, BGA Sägewerk, 8 Ziehhöfe, 8 Produktionen, 4 Gewächshäuser, Sammelstücke, Precision Farming wird auch unterstützt. Und Ackergras, Sojadrink und Grasballen können jetzt auch verkauft werden und ein neuer Spielstand ist Gott sei Dank nicht vonnöten. Ja, 4 zusätzliche Mods werden benötigt. Und so schaut die Karte eben von der PDA aus und so sind ein paar, sieht man ein paar Eindrücke von ihr. Und damit würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich nach dem Wochenende wieder. Ich wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.